und möchte mich gleichzeitig im Namen aller ganz herzlich bedanken, dass wir hier in diesem ganz besonderen Konzertsaal dieses Adventskonzert singen dürfen. Unser Gnadenchor ist ein Schulchor besonderer Prägung. Er besteht zum größten Teil aus Schülern unserer Schule. Viermal pro Woche, 45 Minuten vor Unterrichtsbeginn, um 7.15 Uhr zur Chorprobe zu kommen, erfordert schon eine gehörige Portion Einsatz. Die zurzeit rund 110 Sopranisten und Altisten des Gnadenchors Mariano Fulda nehmen das neben weiteren Chorstunden während der Unterrichtszeit und am Nachmittag freiwillig auf sich. Wir sind stolz, allein in diesem Jahr 38 neue Chorsänger aufgenommen zu haben. Sie werden ab August dieses Jahres ganz allmählich eingegliedert. Auch die meisten der etwa 70 Choristen der Männerstimmen, die zum Teil schon über 10 Jahre dem Chor angehören, haben dies noch als Knabenstimmen genauso getan. Ihnen stehen heute im Tenor und Bass neben ehemaligen Schülern des Marianums auch Lehrer und Eltern zur Seite. Dieses Miteinander von Schülern, Eltern, Lehrern und Ehemaligen entspricht in hohem Maße den Zielen, die sich die Gründer des Marianums in Fulda gesetzt hatten. Das Marianum ist eine katholische Privatschule in Fulda mit Realschule und Gymnasialoberschule. Die Schule wurde im Jahre 1951 vom Orden der Marianisten gegründet. Die Marianisten haben es sich entsprechend ihrer Ordensregel insbesondere zur Aufgabe gemacht, junge Menschen im christlichen Geiste und unter dem besonderen Schutz der Gottesmutter Maria zu erziehen. Sie tun dies auf der ganzen Welt durch eine Vielzahl von Ordensschulen. Das Marianum Fulda ist das einzige Werk der Marianisten in Deutschland. Da die Chorknaben unserer Schule erst mit dem 5. Schuljahr in die Realschule eintreten, können sie auch erst im Alter von 10 bis musikalischen Ausbildung beginnen. Bis zur Mutation, dem Stimmbruch, bleibt da nicht mehr viel Zeit im Sopran oder Alt. Dies ist wohl die größte Schwierigkeit, die bei der Arbeit mit unserem Chor entsteht, denn der Stimmbruch setzt heute bei unseren Schülern schon erheblich früher ein, als das noch vor einigen Jahren war. So haben wir schon in der 7. Klasse bereits mit 12 Jahren die ersten Anzeichen für einen einsetzenden Stimmbruch. Das bedeutet dann schon das Ende für so manch hellleuchtende Knabenstimme im Vorderen oder Alt. Sie erkennen sicherlich, dass die Zeit zum Erlernen der Lieder und vor allem der richtigen Atmung, der Tonhebung und des Stimmsitzes sehr knapp wird. Die großen und bekannten Gnadenchöre arbeiten in der Regel mit Vorklassen, die es ihnen ermöglichen, die Gnaden bis zum Alter von 10 Jahren so weit geschult zu haben, dass sie in diesem Alter bereits zu den Hauptstützen des Chores gezählt werden können. Die Singgnade des Marianums sollte der Schulchor werden und singen zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen, als er vor 35 Jahren gegründet wurde. Der Chor ist heute Mitglied im Deutschen Sängerbund und zugleich Mitglied des Internationalen Kirchlichen Chorverbandes Veri Cantores, dem vor allem Gnadenchöre angehören. Häufige Auftritte des Chores in Fulda und Umgebung sowie jährliche Konzertreisen in andere Bundesländer und ins europäische Ausland, so zum Beispiel nach Kopenhagen, Wien, Rom, Paris, Berlin, London, Dresden, Budapest, Oslo, Hamburg und Prag, haben ihn zum singenden Boten des Marianums werden lassen. Es entstanden freundschaftliche Beziehungen zu in- und ausländischen Chören, so zum Beispiel zu den Dresdner Kapellknaben, die mit ihren Konzerten bei Gegenbesuchen in Fulda das Kulturleben unserer Barockstadt bereichern. Unser Chor wurde in den vergangenen Jahren zu Operninszenierungen am Stadttheater in Gießen engagiert. Im November 1997 nahmen wir erfolgreich am Hessischen Chorwettbewerb teil und sangen dabei im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Aus diesem großen Sendesaal haben wir im Dezember 1999 im großen Weihnachtskonzert des Hessischen Rundfunks mitgewirkt. Unser Gesang wurde live gesendet.
Wenn man die Jungen fragt, worin denn der Anreiz für ihr Engagement im Gnadenchor des Marianums bestehe, kommen immer wieder die gleichen Antworten. Spaß am Singen, Erfolgserlebnisse bei den Auftritten, aber auch die Chorfahrten mit vielen neuen Bekanntschaften in den Gastfamilien und das Gemeinschaftserlebnis sind Garanten für eine anhaltende Motivation. Ach ja, ich hätte es fast vergessen. Im Mai diesen Jahres hob eine Boeing 747 ein Jumbo der Lufthansa mit 137 Chorsängern an Bord in Frankfurt ab und flog über den Atlantik nach New York. Zum ersten Mal hat unser Chor das europäische Festland verlassen und war zu Gast bei den Marianisten auf Long Island. Gemeinsame Gottesdienste, Konzerte, Begegnungen, freundlichste Aufnahme, Besichtigungen in New York, Flug zu den Niagarafällen, um nur einiges zu nennen, haben diese neuntägige Reise zu einem ganz großen Chorerlebnis werden lassen. Wir verdanken es unserem Schulleiter, Herrn Dr. Gossenreiter, der diesen Kontakt zu den Marianisten in New York für uns erfolgreich herstellen konnte. Wir waren also dort, in New York, als die Welt noch in Ordnung war. Viele von uns haben heute noch regen Kontakt mit unseren Freunden dort, von denen wir wissen, dass einige, die wir kennengelernt haben, oder deren Angehörige nicht mehr leben. In ganz besonderem Maße wollen wir Ihnen unser nächstes Lied widmen. Noch etwas. Genau heute, vor einem Jahr, haben wir am Grabe unseres Chorsängers Thomas Koch gestanden. Er ist mit 17 Jahren einer schweren Krankheit erlegen. Wie gerne wäre er heute bei uns. Thomas, wir haben dich nicht vergessen. Dieses Konzert singen wir auch ganz besonders für dich. Wenn Sie im folgenden Programm einige Jungen sehen, die bestimmte Stellen nicht mitsingen, dann liegt es daran, dass sie aufgrund des nahen Stimmbruchs bestimmte Tonhöhe nicht mehr erreichen können oder erst im August diesen Jahres in unserem Chor aufgenommen wurden und deshalb die Lieder nicht alle mitsingen können. Anschließend darf ich Sie bitten, den uns zugedachten Applaus am Ende von Programmblöcken zu spenden. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserem Chor und uns gutes Gelingen. Vielen Dank. Sing God, my need for me.
Doch dann spür ich auf dein Herz, du bleibst allein.
Anfang zur Begrüßung. Allerdings haben wir Sie heute Abend schon lange genug auf die Folter gespannt, was diese weiß verhüllte Figur sein soll. Und das möchte ich jetzt aufklären. Das Kalimer Querra ist ungefähr so groß in der Fläche wie die Stadt München. Und wir gewinnen täglich ungefähr 100.000 Tonnen Salz. Das sind im Jahr 21,5 Millionen Tonnen, die bei uns mit ungefähr 2.000 Bergleuten gesprengt werden, weggeladen, transportiert und aus dem Schacht gebracht werden, um damit Kalisalze zu produzieren. Hier im Werk, im Standort Werra, im Standort Merkers, haben wir ca. 300 Personen untertäglich, die Steinsalze gewinnen und transportieren für Sonderzwecke. Und das sind immerhin 10.000 Tonnen jeden Tag und dieses nun schon über mehrere Jahre hinweg. Wir haben im Kalimer Querra eine Unfallkennziffer, die rund 5 bis 6 Unfälle pro 1 Million Arbeitsstunden aufzeigt. In diesem Jahr hatten wir bis zum Oktober eine Kennziffer von 3,2. In der deutschen Industrie liegt dieser Kennwert bei ungefähr 22. Sie sehen also, dass wir eine sehr gute Bilanz hier aufweisen können. Und dieses ist auch geschuldet der Belegschaft des Standortes Merkers, die seit nunmehr 785 Tagen unfallfrei gearbeitet haben. Dies ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, und deswegen machen wir das heute, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Erlebnisbergwerkes, das wir ja hier auch betreiben, nun schon seit über 10 Jahren in diesem Jahr 640.000 Besucher unfallfrei durch die Grube geleitet haben. Und deswegen erlauben wir uns, dem Betriebsführer Herrn Ruck, dem Leiter des Erlebnisbergwerkes Herrn Golle und natürlich der gesamten Mannschaft des Erlebnisbergwerkes zu danken für diese 10 Jahre unfallfreies Arbeiten mit den Besuchern. Und deswegen möchte ich eine heilige Barbara, eine Figur, enthüllen und diese dem Erlebnisbergwerk Merkers übergeben, in der Hoffnung, dass die heilige Barbara uns weiterhilft, weiterhin 10 Jahre, 20 Jahre beschützt und dafür sorgt, dass wir keine Unfälle mit Besuchern hier haben möchten. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und Glück auf an die Damen und Herren des Erlebnisbergwerkes.